Estados Unidos se sobrevende. Sobrevende, sim. O que você acha de correr? Mas que vai David. Newton passes. Mám víš tempo od na rozličný působ. Ще кафе голямо. Това и си е много. Огромен е. Тук е много топот. Много как се движи, гледай го. Девет гледай. Да, какво ти мисли. Мама, да си къпта с булгарин цук есен. Мама, да си къпта с булгарин цук есен, мама. Булгарин. Е, сега ще да... А къде са акулите? На земята. Ето е писия. Да. Лео, обаче, какво е дебело това стъкло? Да, да. Да, ти са писи ми. Те се сменят цвета, нали, Любо? Не, те са различни. Да, да, да. Чакай да го снимем отгоре. Не, 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 остей. О, гледай, гледай. Да, да, постигаме от горка до долу, чакай. Какво са, какво е висло с нас? Какво са, какво е? Опасно, да се сложиш ръката. Ау, и се сменят светлината. Направо. Това ще е една кулка малко ме е тази, да? Любо, я си го представих, че сме фанове, те аз си чути ги палчици. И голямо. Ау, идва един скат, не е ли? Любо, това е още по-голяма за тая, която сега ме е от тях. Ако снима със се...
Скорее заспа. Скатка. О, мы что, мы можете или? Ох, чё, я чинул дойдя. Мяри, давай нам приходим. Schloss von sage und schreibe 1 Million Liter Wasser. Der Salzgehalt liegt bei 3,3%. Das bedeutet, es werden 33 Tonnen Salz benötigt, um das Wasser hier auf die Meeresqualität zu bringen. Hier im Aquadom leben 1500 Fische und bei genauem Hinschauen kann man bis zu 100 verschiedene Arten entdecken. You are now surrounded by 1 million liters of water with a salinity of 3.3%, which is needed to create an habitat similar to the ocean. In the aquadome live 1,500 fish, and if you have a closer look, you can recognize nearly 100 different species. Ich möchte Ihnen nun einige der Fische etwas genauer vorstellen. Die länglichen silbernen Fische mit der gabelförmigen Schwanzflosse, das sind Tarpons und die können ihren natürlichen Lebensraum bis zu 1,50 Meter lang werden. The longest silver fish with the forked tail fin is the Indo-Pacific tarpon and he can go up to 1,50 Meter in its natural environment. Die grauen Fische mit der dicken Nase, das sind Maskennasen-Doktorfische und die sind in der Lage, ihre Körperfärbung zu ändern. The gray fish with the big nose is a big nose unicorn fish and it is able to change its coloration. Die kleinen gelben Fische mit dem weiß-schwarz gestreiften Gesicht sind Fuchsgesichter. Die sind Vegetarier, aber dafür die giftigsten Fische hier im Aquadom. The yellow fish with the black and white face, das ist Fox face, it's a vegetarian, but very toxic. Вишняковая рыба стоит с фоколадкой. Die großen kreisrunden Fische mit dem schwarzen Balken im Gesicht, das sind Fledermausfische und die können bis zu 50 cm groß werden. The big, almost circular fish with a black stripe on its face is a bad fish and it can grow up to 50 cm. Und hier ganz oben sind wir jetzt umzingelt von ganz vielen kleinen, silbernen, fast karoförmigen Fischen. Das sind die Silberflossenblätter. Schwarmfische, die hier oben den ganzen Tag im Kreis rumschwimmen, jetzt denken Sie wahrscheinlich, das muss fürchterlich langweilig sein. Da brauchen Sie sich aber keine Sorgen machen, denn die Silberflossenblätter verlieren alle 5 Sekunden ihr Gedächtnis. The little silverfish are our silver moonies. They are swarming fish and swim around in circle the whole day, but it isn't boring for them because they lose its memory every 5 seconds. Oh. Und jetzt sind wir schon fast am höchsten Punkt der Aquadome, die im 25 Meter Höhe befindet. Und die Tür, die Sie hier sehen, und das ist unser Aquarium. Wir sind in dem Aquarium, putzen das Aquarium und kümmern sich um unsere Fische.
Now we have reached the peak of the aquadome, which is 25 meters high. Although you can see it's our diver area, from here go steady 3 to 4 divers into the aquadome and observe our fish. Der Fahrstuhl wird jetzt kurz stehen bleiben. Sie brauchen nicht auszusteigen. Wir fahren mit dem